Rollator, selbstverständlich. Also, meine Süße, wie geht's dir denn so? Ha? Hast du schon die ganzen Spinnweben aus den Haaren ausgemacht? Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Ist sie schon auf der Bühne? Ah, sie ist da. Schätzchen, wie geht's dir denn? Ja. Tschüss. Letztes Augenlicht. Nein, nein, du musst hier bleiben, Schatz, in die andere Richtung. Wo bin ich? Ja, dreh dich mal bitte, dreh dich mal. So ist es besser, genau. Folge dem Licht, weißt du das? So. Diesmal haben wir. Hallo! Warte mal! Ja. Warte, Schätze, weil. Also, hallo! Immer dieses Da anhören, ich glaub's ja nicht. Diese Jugend. Hallo, hallo. Hier ist nicht mein Schalter. Diese Jugend ist ekelhaft. Ich bin, wie lange bin ich tot? Zu lange. Ihr müsst ja wissen. Und diese Gruftkanaten, die holen mich jedes Jahr wieder. Kostet es ekelhaft. Ich habe sie mal gefragt, warum? Und da haben sie zu mir gesagt, na, damit du jetzt ein Weltstar auftritt. Weltstar? Und wenn ich Weltstar höre, dann bin ich immer zufrieden. Das war schon immer. Hat man einen Koffer in Berlin? Bitte? Der Koffer. Ja, den hat er. Ach, den habe ich immer noch. Der steht in Lichtenberg in der Mathematik. Da komme ich auch immer mal so als Geist, ne, komme ich dann mal so nach Hause. Und dann sehe ich meinen Mannequin und dann sage ich, oh Scheiße, im Himmel ist so zum Kotzen. Und diesmal haben sie mich wieder gefragt und ich bin jetzt mal da. Und wenn ich schon mal da bin, bevor sie mich wieder da ist eine Platte davor. Da schubst mich denn der Marc Antoine immer wieder rein und sagt, in 3 Monaten holen wir dich wieder raus. Sag, genau so ist das. Haben wir keinen Vertrag mit? Nein. Wir brauchen keinen Vertrag. Wir vertragen uns aus. So. Marc-Antoine. Ja, dann wollen wir mal starten. Ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. Meine Lieder sind anders, so wie ich bin. Ich habe schon als Kind gesungen. Ich weiß, es war nicht schön, aber laut. Zu Haus bei uns im Badezimmer. Woanders hätte ich mich nicht getraut. Die Lieder waren je nach Stimmung. Mal fröhlich und mal sentimental. Eine Art von Seelenbarometer. Mein Vater hielt das für nicht ganz normal. Er hatte ja recht, weil alles, was ich sang, nicht unbedingt wie von der Kallas klang. Meine Lieder sind anders, so wie ich bin. Es gibt sie nicht im Dutzend, Versandhaus genau. Nicht gabelfreundlich, griffig und konsumgeformt. Sie gehen nicht mit der Mode, ich kann nicht umhin. Meine Lieder sind anders, so wie ich bin. Ich liebe nicht die schwülstigen Texte vom Glück und von der ganz heilen Welt. Das Kartenhaus der Illusionen.
das bei dem kleinsten Hauch zusammenfällt. Was soll zum Beispiel die Berieselung mit abgepackten Melodien im Fahrstuhl und in Treppenhäusern? Die haben den Geschmack von Saccharin. Ich habe nur Angst, denn alles, was man muss, führt früher oder später zu Verdruss. Meine Lieder sind anders, so wie ich bin. Es gibt sie nicht im Dutzend, Versandhaus genormt, nicht gabelfreundlich, griffig und konsumgeformt. Sie gehen nicht mit der Mode, ich kann nicht umhin. Meine Lieder sind anders, so wie ich bin. Sie graben mich wieder aus. Oh ja, oh ja. Ich muss wieder zurück zu meinen allen verstorbenen Liedern. Über die ganzen Jahre.